Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu Firewatch. So, wir haben uns eine Axt besorgt. Und jetzt sollen uns mal die Typen, die uns da die ganze Zeit belauschen, kennenlernen. Die Frage ist, wie komme ich denn hier wieder zurück? Ich bin ja hier hinten runtergehüpft. Kann ich da auch wieder hochsteigen? Oder muss ich einen Umweg nehmen? Weiter Sprung! Uff. Okay. Muss ich Gas geben? Ist natürlich doof. Ist da noch einen anderen Weg? Ajo. Ein beschädigter Baum. Wir können Bäume fällen. Dann wollen wir das doch mal tun. Wir haben eine Axt. Wir können Bäume fällen. Einfach so. Haben wir da eine Erlaubnis zu? Whatever. Gut, wir haben eine Axt. Wir haben eine Axt. Und wir müssen jetzt wieder da ganz oben hin, von hier ganz unten. Supi. Are you there? I had a thought. Let's hear it. You heard someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees, in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right, so tell me what you think of this. Did you just cough? No. Did you just cough? Oh, fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. Get in your tower, shut the door. Don't leave, and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Okay. Ich hab Angst. Wir wollten doch jetzt da das Schloss aufbrechen. Warum? Hä? Okay. Also irgendwer belauscht uns, aber... Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the, 50th time today. The June fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? Mich herausholen kannst du? Warum bist du so munter? Meinst du das ernst? I didn't sleep a wink last night and I've been going crazy for the past 6 hours of sunup. How are you so chipper? Well, it's a new day. What a day, this day we've been given. Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Was? By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? Was? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. Okay? Right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Sie hat sich wahrscheinlich irgendeinen Code oder so ausgedacht. Kann man... Wir nehmen es mit. So. Schlückchen. So. Wahrscheinlich hat sie sich einen Code ausgedacht. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Sure. It's the, No. You don't need to tell me. Just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that
maybe you should take a midday hike too. Maybe. Okay. Maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Cottonwood? Which tree am I supposed to internalize again? Top row, second from the left. Head to a place named after that tree, and you'll have a wonderful afternoon. Cottonwood. Okay. Alte Karte? Handgezeichnete Karte. Hey, there's a map in my tower that I'm pretty sure is not USGS regulation. Unless I've unknowingly been assigned to work in two orcs, and the lake to the east is made of acid. Two orcs? Looks like it was made by Brian Goodwin. Wonder if his dad hated this type of stuff and he felt like he had to hide it. Oh man, that would be sad. Oh, you have a soft spot for nerds? I really do. Eine Schwäche für Nerds? Okay, Magic Circle. Doom Canyon. Witch's House. Ah! Das Hexenhaus? Ist das nicht ihr Turm? Helpling Village. Interessant. Werkzeugkiste? Können wir da was mitnehmen? Nee, natürlich nicht. Ein Würfel. Ach, guck mal. Er hat Dungeons and Dragons gespielt. Ja. Ey, schmeiß doch nicht alles rum, Junge. So, wir sollen zum Cottonwood. Schlag mich tot. Wo war denn das? Cottonwood Creek, da unten. Okay. Wollen wir mal. Oh, the June fire isn't going anywhere, huh? No, that's why those guys came out to burn that line. It's at the stage where all we can do is pay attention to it. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. Okay. Dann gucken wir mal, ne? Cottonwood, Richtung Süden. Na? Süden. Sind wir richtig? Passt grob. Ist das Nebel oder soll das Rauch von dem Feuer sein hier? Treffen wir jetzt Delilah mal? Oder was wird das? Dass die uns darunter lotst. So, bei dem Cache waren wir ja schon. Ja, ist offen. Na? Toilettenpapier gab's. Sind da neue Bücher dazugekommen? Bin mir ziemlich sicher, dass die noch nicht dabei waren. Mhm.
Die waren noch beim letzten Mal nicht dabei. Ja gut, Bibliothek steht da, Leihbibliothek. Vielleicht hat jemand was dazugepackt. Aber wollen wir mal. Die hat hier so gute Laune. Wir treffen uns jetzt sicher persönlich. So, wir müssen aber jetzt genau in die andere Richtung. Ja, passt. Irgendwie. Hier gab es doch auch noch Bären, oder? Ich hoffe, ich werde nicht von einem Bär verfolgt gleich. Sieht ja spannend aus, so in dem Licht von der untergehenden Sonne. Großer Baum. Aha. Oh. Wer... Was? Wer hat denn hier seine Skier vergessen? Okay. Das nehmen wir jetzt mal so als gegeben hin. Es ist ja Sommer jetzt. Die stammen sicher noch aus dem Winter. Und ich bin ja jetzt... Eigentlich bin ich da. Da hinten ist noch ein Cache, den ich noch nicht eingesammelt habe. Da ist eine Höhle. Oder? Nee, doch nicht. Schade. Ich dachte... Aber es sieht sehr hübsch aus. Ist der Cache? Müsste eigentlich gleich da vorne sein. Ich würde gerne erstmal die Versorgungskiste holen. Ist die direkt hier? Um die Ecke sein. Ah. There's a cash box here. Yes, there is, but I changed the code and left you something in it. Ah. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. Sechs, sieben, acht. Warum treffen wir uns nicht persönlich? Okay, hier können wir zumindest nichts. Ein neues Funkgerät. Ah, da sind schon wieder die drei blinden Ratten. Die hatten wir schon mal. Got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry. We have to get into that site. Was zum Teufel geht hier vor? Du steckst da mit drin. Illegal, right? Are you okay? Also ich glaube, die ist da auch mit drin so ein bisschen. I don't know, Henry. Have been listening to us all summer. How is this actually happening? I don't know.
Wer steckt dahinter? Was ist mit den anderen Brandwächtern? Spielt sich das nur in meinem Kopf ab, ja? Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Anyone? This is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? Yes. I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elk's Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Hmm. The fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. Ja, super, wie nett. Das ist immer herrlich, wenn alles auf die Menstruation geschoben wird. Spielt sich das nur in meinem Kopf ab? Am I just making all of this up? I mean, the eavesdropping, the spying, is this... Fuck, are you... Is any of this real? What? Are you serious? Maybe I'm just losing my mind. What? Like Julia. And maybe it's happening to me, and I'm imagining that I have a boss out here and that we're being spied on. Henry! Maybe there was something in the water, or our condo was underneath some power lines, and you, Delilah, you're not real. Henry, think about her. If what happened to her were happening to you, you wouldn't even be able to realize it. Okay. Henry... Sweetie, I am real and this is happening. I'm as real as the sky is blue. Take a second and then call me back. I'm on your side. Ja gut, wer sollte sonst das Funkgerät dahin packen? Okay, I'm all right. I'm headed towards the site. Good. Keep your head up. Naja, wenn die Layla nur eingebildet wäre, dann... Wer hätte ihm das Funkgerät jetzt dahin gepackt? Also... Andererseits, der Hinweis war jetzt schon nicht klein, ne? Dass ihm das Gleiche passieren würde und er würde es nicht merken, wenn ihm das Gleiche passiert. Das ist spannend, das ist sehr spannend. Oh, falsch. Ja gut, ich komme da zu der Schneise, okay. Aber ja, das ist schon seltsam. Also der Hinweis, ja. Wenn es dasselbe wäre, dann würde er es nicht merken. Aber er bildet sich doch nicht ein, dass da plötzlich ein Zaun ist und... Hey, I just thought of something not great. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Ja, warum? Oh, shit. My thoughts exactly. Our radios were tapped, and now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Das sieht schlecht aus. Fuck indeed. We really need to get to the bottom of this. Ich hab dir doch gesagt, du sollst der Polizei Bescheid geben, du blöde Kuh. Ich renn hier gerade im Kreis übrigens. Warum? Mann! Ich bin doch gerade bei dem Medicine-Ding vorbeigekommen. Bin ich wieder vollkommen falsch gelaufen hier. Du hast mich abgelenkt, Delilah! Mann! Man soll nicht immer auf die Stimme in seinem Kopf hören. So.
Ich sehe die Wege viel schlechter. Ist das normal? Vorher bin ich irgendwie... Irgendwas stimmt hier doch nicht. Oder mit mir stimmt was nicht. Da ist auf jeden Fall das... Das Wheel. Ja, Orientierung, Orientierung. Ich will wenigstens noch darüber zu dem Gelände. Sag mal. Da geht's weiter. Was ist denn das für ein Schild? Okay, passt schon. Es wird schon wieder so finster. Ich habe Angst. Baum mit Krallenspuren. Okay. Wie war das mit den Bären? Ah, ich will nicht weiter. Fuck. Wo gehen wir denn jetzt am besten lang? Am Lake, wa? War der schon vorher da oder ist der neu? Kann mich nicht daran erinnern, ihn schon mal gesehen zu haben. Okay. Ich habe Bedenken. Ich habe Bedenken. Vor allem wird's dunkel. Hier gibt's Bären. Da sind Krallenspuren. Ich habe Angst. Ich habe große Bedenken. Irgendwann kommt hier einem schon alles so ein bisschen einsam vor, ne? Okay, wir sind richtig. Passt schon. Ich habe bisher wirklich alles am Stück aufgenommen, weil ich finde es echt spannend. Ich will wissen, was los ist. Ich meine, schlägt mich jemand nieder oder schreibt jemand unsere Gespräche mit? So, diesmal gibt es ja aber keine komischen Notizen, ne? Nee. Hm. So, ich könnte jetzt... Da, ich... Ich glaube, ich gehe lieber am Cache lang. Ich glaube, das soll doch eher Nebel darstellen als Qualm. Hat da auch noch jemand was reingeschmissen? Der vierte Stand. Fourth Estate, okay, ja. Hm. Aber ich glaube, das war schon vorher drin. Das ist jetzt nicht neu. Hier weiter. Ach Mann, jedes Mal dasselbe.
ich? Wo denn jetzt? Hä? Hier? Oh, ich sehe gerade, die Zeit geht schon wieder zur Neige. Ja, ich denke, das ist eine gute Stelle hier. Machen wir Schluss für heute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich bin mal gespannt. Es geht ja jetzt schon mit großen Schritten Richtung Ende. Wie weit das hier noch gehen wird. Ich meine, viel kann es ja nicht mehr sein. Wir werden sehen. Ich bin echt gespannt, was das hier jetzt wird. Was da jetzt die Antwort sein wird. Ich denke mal, es wird auch viel mit meinen Entscheidungen im Spiel zu tun haben, oder? Das muss ich mir später mal anschauen, ob das wirklich, ja, ob die Entscheidungen irgendwie von Relevanz sind. Naja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao.